Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Wellheim. Ein schöner sonniger Tag ist draußen. Guck mal, was mit den Schweinchen passiert ist. Ey. Sind in der Aufnahme. Geh mal ein Stück zurück. Geh mal, also, das geht so nicht. Komm mal raus da. Da wird gegessen. Wie die laufen. Was mit dir? Ess doch auch mal was. Guck mal mit. Zeig dir mal, ich führe dich zum Schotter. Nee, das war wohl nicht weit genug weg. Wieso rennen die Viecher mehr in die Ecke? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Tut mir leid, Mutti ist ausgezogen, mein Kleiner. Mutti musste gehen. Es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, das wird was. Ach ja. So, die Rüben sind alle noch nicht fertig. Ja, dann holen wir mal Silber, wa? Wir haben beim letzten Mal das alles vorbereitet. Das Silber freigelegt. Alles ist soweit repariert. Und dann gehen wir mal hier hoch auf den Berg und ich hoffe, habe ich Frostränge? Doch, habe ich dabei. Das haut jetzt so hin, wie ich mir das vorstelle, dass hier auch ordentlich Silber bei rumkommt. Jetzt habe ich das Fleisch mitgenommen. Naja, gut. So, heute gibt es... Nee, haben wir schon. Lockshaxe haben wir schon drin. Ah, sieht doch gut aus. Achso, Moment. Jetzt klar. Wo haben wir das freigelegt? Das war hier unten, ne? So, schauen wir mal. Mal gucken, ob das... Ui. Das sieht aus. Alles klar. Die Nummer 6. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das aufgeht. Geh mal aus der Hocke raus, Diggi. So. Wie geil. Wow. Das ist jetzt aber nicht alles Silber, oder? Wow. Okay. Oh, da ist die Spitzhacke kaputt. Nein, wo habe ich die zweite Spitzhacke denn hin? Ach Mann. Drache, verpiss dich doch mal. Ich bin doch hier gerade am Berg abbauen. Ich wollte mal noch Brandpfeile machen, fällt mir dabei gerade ein. Shit. Wieso habe ich die zweite Spitzhacke? Habe ich die zu Hause hingelegt? Wo habe ich die denn hingelegt? Ah, das war doch irgendwas wegen Gewicht. Oder habe ich die hier? Ah, die habe ich hier. Ah, sag mal, so blöd war er gar nicht. Achso, Moment. Alter Vater. Wie gut ist das, dass man diese Mod hat? Das hat sich ja wie Sprengung schon angehört, oder? Da ist immer noch ein Stück. Immer noch. Okay, ist hier noch... Moment, hier ist noch Silbererz. Ne, das liegt Silbererz auf dem Boden. Ist hier was drin? Das ist komplett weg, wa?
Sehr gut. Ja, da müssen wir jetzt mal gerade ein bisschen sortieren, würde ich sagen. Falsche Taste. Kann mich da auch hier hinstellen, oder? Das müsste doch funktionieren. Hier so hinstellen und dann... Na, funktioniert nicht so, wie ich will. Okay. So viel Silber können wir gar nicht tragen. So, wir lagern das erstmal hier in der Hütte und dann müssen wir Stück für Stück müssen wir das den Berg runterbringen. Und nein, wir machen es nicht nochmal mit den Karren. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Die letzte Aktion Karren voll und Berg runter war eher schwierig. Ah, das ist zu viel, deswegen kriegt er das nicht. Ich denke, das eine Silber... Ja, das eine Silber zerrt so weit rein, dass wir es nicht mehr tragen können. Nee, Karren ist auf jeden Fall keine Option. Das Ding zieht sich ja nicht mal. Da muss ich einfach ein paar Mal hin und her laufen, das geht schon. Das wird schon schief gehen. Ich denke mal, wir können gleich nochmal nach Silber suchen und ich werde nochmal die Punkte abgehen, wo die Eier vermeintlich... War da unten schon immer dieser Turm? Wahrscheinlich. So, das Silber nehmen wir mit und mehr liegt hier gar nicht rum. Da haben wir das Ding komplett leer gemacht, die Silberader. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Torrad craften. Das wäre auch eine Idee, ja. Aber erstmal wieder Ausdauer regenerieren. So, auf jeden Fall hätte ich gerne einen Mantel, bevor ich Mutti bekämpfe. Deswegen müssen wir wahrscheinlich dann mit der ersten Fuhre Silber nach Hause. Ein Lastenloks. Schnell mal teilen. Ja, genau. Wie kriegen wir Loks in die Berge? Das wird auch nicht so leicht. So. Nehmen wir ganz kurz das Holz hier rüber. Ein Schlitten. Das wäre eine geile Idee. Kommt gerade von der Regie. Das wäre echt eine coole Idee. Ein Schlitten für die Berge wäre auf jeden Fall eine gute Nummer. Ja. Definitiv. Ach, jetzt habe ich ja eine Spitzhacke nicht mitgenommen, ne? Das ist natürlich doof. Aber der Weg ist ja nicht weit. Genau, was wir mal ausprobieren können, das will ich unbedingt mal testen. Man kann ja einen Gürtel herstellen. Und den kann man verzaubern. Das sollten wir auf jeden Fall mal probieren. Wir sollten mal probieren, ob wir eventuell einen Gürtel verzaubern können, dass wir noch mehr tragen können. Das würde auf jeden Fall beim Transport von dem ganzen Erz helfen. Und den können wir... Oder können wir den überhaupt zusätzlich anziehen? Oh, das ist natürlich jetzt die Frage. Können wir den überhaupt zusätzlich anziehen, den Gürtel? Wahrscheinlich nicht. Kann man nicht... Ah, okay, dann bringt das nichts. Außer man kann sich eventuell einen Gürtel verzaubern, der mehr als 150 Tragegewicht hat. Ich weiß nicht, wie viel Gold haben wir denn? Können wir eventuell noch einen Gürtel kaufen und darauf hoffen? Wir haben doch eigentlich genügend Gold, oder? Wollen wir noch einen kaufen? Ich würde es jetzt gerade probieren. Vielleicht hat man ja... Oh. Sind wir glückliche Eltern? Das ist zwei... Moment.
2 Sterne. Was ist das andere? Schieb doch mal deinen Ferkel. Ja, ist auf jeden Fall 5 Sterne Ferkel. Sehr nice. Oh, jetzt habe ich die Möhren aufgenommen. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Pass auf, das probieren wir jetzt mal. Vielleicht haben wir das Glück und kriegen beim Händler irgendwie einen besonderen Gürtel. Wobei ich immer noch glaube, dass es ein Bug war. Egal. Ich lese auch immer wieder in den Kommentaren, willst du Schilder aufhängen an die Portale? Nee. Wenn ich aufs Schild gucke, sehe ich ja, was draufsteht. Nur für die... So, wenn ich jetzt noch einen Gürtel kaufe. Im Prinzip haben wir ja alles. Das Angeln macht keinen Sinn. Ich probiere das jetzt. Ach, schade. Nee. Ist genau der gleiche Gürtel. Schade. Aber hat nicht irgendjemand gesagt, dass es ab einem gewissen Level eine Zusatzwerkbank gibt, aber wahrscheinlich erst mit Silber oder gar Schwarzeisen? Ja gut, jetzt haben wir einen Gürtel zu viel. Naja, vielleicht spielen wir irgendwann einen Multiplayer. Dann hätte ich schon einen Gürtel auf Vorrat. Hat nicht irgendjemand gesagt, dass es bald eine zusätzliche Werkbankteil gibt? War das nicht so? Oder kann ich das schon? Nee, kann ich noch nicht, oder? Herstellung. Nee, das kommt, glaube ich, erst mit Silber dann. Oder gar Schwarzeisen. Wir werden es erleben. Gut, eben mal Geld verplempert. Auch eine gute Nummer. Weil man kann später, meines Erachtens, kann man gewisse Zauber runternehmen, drauf machen. Das wäre natürlich dann echt eine gute Sache. Frost, 22 Sekunden, haben wir aber noch dabei. So, dann können wir uns eigentlich hier die Wünschelrute wieder anstecken. So, warte mal, wir checken mal die Bereiche, wo es die Eier gab. Du erfrierst, das ist ein Argument. Aber ich glaube, so schnell spawnen die nicht, ne? Nee. Ringe können wir ausprobieren, das ist stimmt, ja. Wir könnten Ringe ausprobieren. Dann ist ein Golem. Oh, ja. Oh, ja. Tiefer auf jeden Fall. Auch tiefer. Hä, wo soll das sein? Liegt das so tief verbuddelt hier? Das ist viel zu langsam. Da unten war ein Ei. Rechts unten ein Ei. Wo?
Oder hier runter. Regie sagt, man sieht ein Drachenei. Ja, da ist ein Ei. Was ist denn da los für eine Party? Einmal. Was ist denn da? Das ist voll das Nest. Passiert das nachts oder wie? Gut, dass ich mir Feuerpfeile gemacht habe, nicht. Noch einer. Mist. Ah, ich habe ihn getroffen. Haut er ab? Haut ab. Drachentrophäe, nice. Noch eine. Wie viele Drachentrophäen habe ich denn hier? Oh fuck. Du trägst zu viel Scheiße. Was legen wir ab? Hey, was kann das sein? Ach, wir haben den falschen Gürtel an, deswegen. Okay, super, wir haben das dritte Ei. Sehr, sehr nice, dude. Und jetzt aus den Bergen raus. Sonst haben wir nämlich gleich noch Kontakt mit dem Werwolf und der scheppert uns mit Sicherheit aus dem Leben. Gleich zwei Trophäen bekommen. Das ist aber mal richtig geil. Das ist richtig gut. Soll ich die direkt da runterbringen? Nee, nicht in der Nacht. Nachher kommt da unten noch Mr. Wolf und dann liege ich mit meiner Leiche da. Kurz vor blöd. Nice! Das ist richtig gut. Das war sehr erfolgreich. Mensch, was war denn da auch los, oder? Um das Nest rum waren bestimmt vier von den Drachen. Also ich meine, so würde man es ja auch erwarten, ne? Dass irgendwie da jemand ein Drachenei, also ein Drachenei gelegt hat. Nee, das gehört da nicht rein. So, das gehört da rein. Geil. Ich glaube, man braucht doch die Drachentrophäe für irgendetwas. War das nicht? War das ein Drachenhelm, oder? War doch das. Meine ich. Haben wir schon einen Wolfszahn? Nee. Aber würde ich mal... Naja, ist eher eine Trophäe. Das ist ja echt krass, wie wir da rumgemacht haben. Das waren jetzt vier Drachen und da gab es direkt zwei Trophäen. Beim letzten Mal habe ich einen Drachen am anderen gekillt und habe nicht eine von den blöden Trophäen bekommen. Das ist natürlich ein schöner Zufall. Dann können wir dann wahrscheinlich direkt einen Drachenhelm machen, wenn wir zurück sind. Oder war der aus Schwarzeisen? Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Genau. Es hat sich rumgesprochen, dass jemand Dracheneier klaut und deswegen haben die eine Nachtwache aufgestellt. Hat nichts genutzt. So, wir müssen auf jeden Fall noch einmal Silber finden, damit sich das lohnt, finde ich. Also jetzt mit der Portion Silber, die wir da haben nach Hause, da weiß ich, das langt vorne und hinten nicht. So, dann haben wir alles, was an Boss-Vorbereitung angeht. Loksfleisch haben wir. Dann würde ich sagen, gehen wir drüben nochmal nach Silber schauen. Mal schauen. Ja, 2 Minuten 37 haben wir noch. Okay. Ach, siehst du?
Jetzt war. Was ist mit dem los? Ups. Drei Sterne-Drachen. Und mit zwei Pfeilen wird das schwierig. Wo ist er? So, jetzt müssen wir andere Pfeile laden. Mal einen Giftpfeil probieren. Komm nochmal her. Ich tu dir doch nichts. Oh, jetzt freue ich mich auf den neuen Bogen dann. Ach, vorbei. Ey, bleib da. Tja, noch eine Trophäe. Was ist denn hier los? Ich glaube, das liegt daran, dass diese Meersterne-Drachen da spawnen. Die geben auf jeden Fall. Ups, die geben auf jeden Fall diese etwas höheren Trophäen. Ich muss immer Pfeile machen, das habe ich total vergessen. Ich glaube, wir müssen mal wieder auf Federnjagd gehen. Uah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als Federn zu jagen. Wobei wir könnten. Waren nicht die Obsidian-Pfeile? Warte mal kurz. Oder waren die auch mit Federn? Weiß ich gar nicht. Darüber müssen wir. Müssen wir gerade mal austauschen. Oh, Harz fehlt. Na, jetzt. Ja, jetzt fehlen die Federn. Und Obsidian? Brauchen wir auch Federn, okay. Bornisch. Gut, drei von den Trophäen. Das ist wirklich eine sehr gute Nummer. Cool. Da ist alles noch gut. So, wie sieht es mal auf der, an der Schweinefront aus? Ah ja, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, vermehrt euch. Wir brauchen es auf jeden Fall. So, Rüben sind langsam auch echt am Laufen. Da freue ich mich, dass das zumindest kein Problem mehr ist. Und das ist wirklich die billigste Mahlzeit eigentlich, wenn man das so neben den Würstchen sieht. Weil ein bisschen Rüben und ein bisschen Fleisch kriegst du immer. Das ist wirklich eine Top-Nummer. Nee, lass mal Rüben. Dürfen auch gleich die Samen aufgebraucht sein, theoretisch. Ja, da sind sie aufgebraucht. Dann machen wir noch ein paar Setzlinge dazu. Mache ich hier eine Reihe. Hier geht der Weg rein, ja. Das muss ich vielleicht auch mal korrigieren bei Gelegenheit. So, das passt. Du kommst raus. Die Rüben nehmen wir mit. Ach ja.
Sehr schön. Nehmen wir uns direkt einen Stack Fleisch und machen noch ein bisschen voll. Oder kann man Rüben noch für was anderes verwenden? Ich glaube nicht. So. Du kommst da rein. Da haben wir noch 23. Das ist gut. Und Suppe haben wir echt mehr als genug. Dann nehme ich die andere mal mit. So, wir haben noch eine Quest offen, ne? Da unten. Das ist aber ein weiter Weg. Schaut man das in der Folge noch? Können wir noch weiter reden? Nicht. Wenn ich bald 5-Sterne-Schweine habe, dann werde ich auf jeden Fall die als Reittier nutzen. Aber im Moment sind mir die zu heilig, dass die irgendwo abhauen. Kommen wir da überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wie weit die Insel da geht, da unten. Und wir werden noch so ein Portal setzen für den, so eine Bushaltestelle da bei dem Portalhaus. Müssen wir auch noch angehen. Oh je. Da ist noch ein bisschen was vor uns. So, jetzt machen wir zum Abschluss der Folge, machen wir hier noch den Boss. Der, glaube ich, gar nicht so bossig ist. Mal gucken, ob er überhaupt auftaucht. Das ist jetzt natürlich spannend, weil ich habe die Befürchtung, dass da irgendwie eine Mod das verhindert. Bei den letzten Malen, wo wir das ausprobiert haben, war es ja so, dass da niemand gespawnt ist. Kein NPC oder kein Tier oder sowas in der Art. Ganz schöne Entfernung, ne? Oh. Bevor wir später wieder Himbeeren suchen und keine finden. Ja. Oh, da ist ein Schein. Bin mal gespannt, ob irgendwann mal hier das Update kommen sollte. Was? Achso, ich habe den Gürtel noch an. Bin ich wahrscheinlich über so ein Wikingergrab drüber gelaufen. Sehr schön, ne? Und auch die Umgebung. Regie sagt gerade, Umgebung ist sehr schön, finde ich auch. Eigentlich müssen wir mal Blaubeeren sammeln. Ich glaube, Himbeeren ist gar nicht das Problem. Vielleicht als Futter für die Schweine in Ordnung, aber in Verbindung mit Blaubeeren wird es wenigstens geile Marmelade geben. Also der Seed ist wirklich gut. Auch wenn jetzt Drachen mal ein bisschen weit weg ist für meinen Geschmack. Oh, da kommt ein Dorf. Ja? Ach ne, ist so eine Einzelhütte. So, wen suchen wir denn überhaupt? Habe ich gar nicht aufgepasst. Sehen wir das nicht irgendwie, wenn wir hier in den Tab gehen? Hä, wie läuft der automatisch? Was habe ich für eine Taste gedrückt? Ein Skelett? Kann das sein? Bäbisch? Oder ein Krautzwerg? Ich weiß es gar nicht. Wen suchen wir denn hier? Da die alle irgendwie angezeigt werden. Guten Tag. Na, hier ist ja Party.
Boah, du bist aber ein großer. Ich habe keine Ausdauer, wartet kurz. Na? Na, du bist da eingesperrt, ne? So, wir gucken jetzt erstmal hier drüben, ob wir den Boss finden. Ach, sieht schon wieder schlecht aus. Shit. Das sieht nicht gut aus. Weil dann würde normalerweise hier diese Lebensanzeige von dem Gegner kommen. Ich glaube, die Quests gehen nicht mehr. Aktive Bounties. Ja, das ist halt Quatsch, oder? Ach, hier, im Progress. Dann ist es wirklich ein Skelett. Aber hier ist auch kein, hier ist kein Dungeon oder sowas in der Art. Doch, da unten. Vielleicht ist er da dabei. Ey! Ich suche einen Freund von euch. Ja, da ist er doch. War er das? War er nicht. Au. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich glaube, ich habe ihn erwischt, oder? Ja, da war doch eben die Lebensanzeige. Oder? Ich habe ihn erwischt. Anscheinend habe ich ihn fertig. Aber die Anzeige ist ja weg. Also muss es ja gewesen sein. Hm. Na gut, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.